Nein. Aber du wolltest doch eh nach Hause fahren. Bobby, sag mal hallo. So, das ist unser neuer Mitarbeiter, der Bobby. Hallo Bobby. Hallo. Sag mal Bobby. Ja, Bobby war ein Notfall, Bobby haben wir aufgenommen. Und Bobby hilft jetzt tatkräftig, nicht wahr? Bobby, oh, komm her. Komm. Ja, was denn? So. Anlaufscheiben sind drin. Das hatte ich mal unkommentiert jetzt eingebaut, weil ja, der Nachbar war hier und hat Radau gemacht. Und als nächstes werden wir dann mal das Tellerrad aufsetzen. Das Tellerrad ist jetzt auf dem Differential montiert. Jetzt geht es nur noch darum, die Kronenmutter mit dem richtigen Drehmoment einmal festzuziehen oder nachzuziehen. Das sind dann laut Werkstatthandbuch 125 Newtonmeter. Jo, das versuchen wir gleich mal. Und dann kommen eben neue Splinte rein, dass gesichert wird. Ja, man kann alles noch von Hand drehen, also mit dem Finger. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Also das ist relativ leicht drehbar. Und dann wollen wir das mal. Genau, ziehen wir jetzt die Schrauben erstmal nach. Er hat schon Feierabend. Und Bobby? Meinst du, funktioniert alles, was wir hier machen? Hm? Ja, so richtig. So. Also ich habe mir jetzt mal die ganze Geschichte hier mit Schonbacken eingeklemmt. Bei 125 Newtonmeter, die hält man dann doch nicht so freihändig fest. Und dann habe ich hier meinen Drehmomentschlüssel eben eingestellt. Und die 125 Newtonmeter. Ich ziehe die Schrauben versetzt an, eben wie beim Räder anziehen. Das hätten wir. Ich habe hier überall mit weißem Edding
mal eben markiert, dass ich hier keine vergessen habe. Das war jetzt hier die letzte. So, ist auch markiert. Jo, da ist was, da ist was. Das sieht insgesamt ganz gut aus. So, ich glaube, jetzt machen wir für heute mal Feierabend. Mein guter Walter, der will auf die Couch. Willst du auf die Couch, Bobby? Bobby! Männlein! Genau, und dann machen wir morgen weiter und schauen mal, was uns da ereilt. Bobby, komm her! So. So, nach dem holprigen Start von gestern geht's heute los. Da ist Ruhe. Hier geht's weiter. Ich habe hier schon mal die neuen Lager ausgepackt. Für mein Differential. Da werde ich jetzt schon mal die Innenringe aufschrumpfen. Montieren, wie auch immer. Also ich mache wieder den Innenring warm. Und dann sollte das so drauf fallen. So. Das erste Lager sitzt. Ging erst rein. Ja, das andere machen wir genauso. Zwischendurch wird nochmal Kaffee getrunken. Und der Hund versorgt. Jetzt wird es interessant. Jetzt müssten wir mal so langsam ermitteln, wie viele Beilegscheiben wir brauchen mit den neuen Lagern und den, ja, mit dem neuen Tellerrad und Triebling. Also verbaut war an der Stelle ein Ring und auf der anderen Seite waren 4 oder 5. Standardmäßig sind, wie ich das gelesen habe, meine ich 2 Ringe als Grundeinstellung. Ja, ich würde sagen, ich probiere mich jetzt erstmal aus und guck mal, wo wir landen. Es gibt da natürlich auch wieder so ein tolles Spezialwerkzeug für, mit so einem, ja, ich sag mal, so einem speziellen Lagerring, den man da einsetzt und einer Messvorrichtung für hier oben drüber. Habe ich jetzt nicht, müssen wir mal irgendwie improvisieren, ob wir das irgendwie, ja, annähernd gleich hinbekommen zu messen. Mal schauen. Ja, ich probiere es mal aus und dann, wenn ich da zu einem Ergebnis komme, schalte ich mal wieder ein. So, und da bin ich wieder. Ja, mit der neu gebrauchten GoPro 5 leichte Probleme gehabt am Anfang. Ja, jedes Mal, wenn man die Kamera in der Hand hatte, hat es mehr Nebengeräusche gegeben, als dass man irgendwie mein Reden verstehen konnte. Deshalb haben wir jetzt mal so ein leichtes Update an der Kamera, so ein externes Mikrofon. Da bin ich mal gespannt, wie die Aufnahmen werden. Da dürft ihr gerne in den Kommentaren mal schreiben, ob das so besser ist, ob man das so behalten kann oder ob man da noch was ändern sollte. Ist auf jeden Fall ein Riesenkraftwerk an dieser Kamera jetzt. Na, wollen wir mal schauen. Gut. Jetzt geht es erstmal hier weiter. Ich habe mich mal zwischendurch so ein bisschen ausprobiert mit den
Beilegscheiben. Mit diesen hier. Ich weiß jetzt nicht, was man bei den vorherigen Aufnahmen verstehen konnte, oder ich erzähle es einfach nochmal grob nach. Denn mit den Einstellscheiben, so wie sie ursprünglich waren, habe ich kein Flankenspiel hinbekommen. Da hat das ganze Tellerrad so gekippelt. Und da habe ich jetzt erstmal einen ganzen Schwung Scheiben unten drunter gepackt, dass ich so einigermaßen Flankenspiel hinbekomme. So, der Eingangsflansch ist jetzt angezogen. Da ist eine Beilegscheibe bei. Ich meine, ach, weiß ich nicht, müsste ich mal messen. Und jetzt hört man ja auf jeden Fall schon mal ein deutlicheres Klimpern. Ich bin jetzt so circa, also die sagen im Werkstatthandbuch irgendwas zwischen 0,15 und 0,25 soll ich Flankenspiel haben. Ich bin jetzt so irgendwas ab 0,15, zwischen 0,15 und 20. Also genau kann ich es noch nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall Flankenspiel da. Ja, alter Getriebeexperte, der sagt immer, ja, stell das mal so nach Gefühl alles ein, auch bei den beim Getriebe, bei dem Hinterachsgetriebe im Grunde, also hier. Da hatte ich ja bei meinem 6206 damals die Zwischenwelle neu gemacht. Da war noch nichts mit Messtechnik. Und da sagte der, ja, stell das mal so ein, dass da noch Öl zwischengeht. Ja, leuchtet ein, ne? Also vom Gefühl her und vom Messen her würde ich schon fast so lassen. Ich glaube, ich brauche auch gleich nochmal die Messuhr auf, dass man nochmal, vielleicht kriege ich es eingefangen, dass man da so einigermaßen zeigen kann. Ja, jetzt habe ich noch zwei so Ringe über und die gehören quasi in die andere Achshälfte. So, was habe ich jetzt gemacht, nur um das mal zu kontrollieren? Die haben ja in dem Werkstatthandbuch so ganz wilde Messmethoden. Was heißt, eigentlich sind die ganz einfach. Im Grunde soll man ja bei dem Spezialwerkzeug die Oberkante messen von dem Lager, dann abzüglich dem Rand, und daraus errechnet sich dann die Lagervorspannung. So, jetzt habe ich dieses Gerät nicht, dieses Sonderwerkzeug nicht. Jetzt habe ich im Grunde einmal hier die Oberkante gemessen. Also ist jetzt nur, ne, zum Veranschaulichen. Ich habe das ein bisschen genauer gemacht. Ich messe mir hier, weil die Unterkante, die wäre jetzt ausschlaggebend, die kann ich jetzt aber so genau nicht messen. Die Oberkante vom Winkel. Messe mir dann die Materialstärke vom Winkel und ziehe die von dem ersten Wert ab. So, und da habe ich dann 57,3 rausbekommen. Das gleiche sinngemäß mache ich dann hoffentlich kann man es jetzt sehen hier an der Achsbrücke. Da messe ich dann, habe ich mir hier ein Eisen drüber gelegt, messe dann die Tiefe bis zum Lagersitz. Dann nochmal die Tiefe bis zum Rand, ziehe das Ganze voneinander ab und bekomme da einen Wert raus. Und bei diesem Wert, wenn ich den einen Wert von dem anderen abziehe, habe ich irgendwie genau 1,1 mm. Und meine beiden Scheiben, die ich hier noch habe, ja, so genau wie man das eben messen kann, ich muss da gleich mit der Bügelschraube nochmal ran, bin ich dann auch so circa bei 1 mm. Da hätte ich dann natürlich ein bisschen mehr Vorspannung, glaube ich. Ja. Gut, müsste man mal gucken. Das Ganze mal zusammenstecken und dann mal gucken, wie sich das verhält vom Durchdrehen her. Weil ich finde das jetzt schon gut, wenn man das so zusammenbauen könnte, dass ich nicht nochmal irgendwie Beilegscheiben mir besorgen muss, weil
Die habe ich jetzt derzeit nicht. Also es gibt tatsächlich bei so einem holländischen Händlerportal, bekommt man die noch. Ich denke mal, wenn man deutsche Händler anfragt, genauso. Und ja, das probiere ich jetzt erstmal aus. Ne? Von daher, genau, ich halte jetzt die Messuhr nochmal drauf. Und dann sehen wir weiter. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, hier, damit man, also vorher hatte ich es mit der Hand festgehalten. Das vertäuscht natürlich so ein bisschen die Messung. Also einmal hier festgesetzt. Hier ein extra eigens dafür angeschaffter Magnetfußhalter, abschaltbar. Funktioniert ganz gut. Ist von, ja, weiß ich auch nicht, Format, glaube ich. Ja. Ein Gerät von Format, toll. Genau, der ist jetzt angeschaltet. Ich nehme jetzt hier als Fixpunkt einmal die Kronmutter. Habe den Zeiger auf 0 eingestellt. Ich hoffe, dass man das jetzt so erkennen kann. So, und der Zeiger geht in dem Fall tatsächlich bis kurz vor 21, 22 sowas. Also ich denke, das lasse ich so. Ja, gut, man übt halt noch. Ne? Also in der einen Videosequenz, wo ich das Tragbild kontrolliert habe, oder das vorläufige Tragbild kontrolliert habe, da ist leider nicht ganz zu erkennen, wie sich das Tragbild darstellt, weil es einfach zu dunkel ist und die Kamera das nicht richtig scharf stellt. Ja, davon abgesehen muss ich das sowieso nochmal kontrollieren, wenn die Achse zusammengebaut ist, dass ich auch gleichmäßigen Druck auf beide Lager habe, dass sich das Tellerrad nicht irgendwie verstellt oder kippelt. Ne? Also wie gesagt, das ist ja noch gar nicht geführt. Deshalb kann man es auch nicht wirklich interpretieren. Als grobe Marschrichtung passt das schon ganz gut. Jo, was hatte ich denn sonst gesagt? Eigentlich... Ja, ich glaube, ich hatte gefragt, ob die Tonqualität in Ordnung war, aber okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das an der Stelle einmal zur Vorderachse für dieses Video. Im nächsten Teil machen wir definitiv die Splinte rein und sichern die Kronenmuttern. Und dann habe ich die Achse hier schon mal so ein bisschen vorbereitet, beziehungsweise eigentlich nur den Außenlagerring eingesetzt mit den beiden übrig gebliebenen Einstellscheiben.
Und ich habe das Differential schon mal reingehängt und mal von Hand gedreht, ob das alles so passt, aber das geht ganz gut. Ja, wollen wir mal gucken, wie das sich verhält. Wie sich das verhält, so. Wenn das auch noch montiert ist. Ja, dann sehen wir hier die neue Errungenschaft aus der Kategorie besser haben als brauchen. Da hatte ich ja so zwei, drei Szenen, wie ich das so wagemutig abgeladen habe. Ja, ohne Stapler oder sonstigen ist man so ein bisschen aufgeschmissen. Aber ohne Motorheber auch. Ja, wer da Interesse dran hat, wie diese Säge funktioniert, ob sie funktioniert, kann da gerne auch mal was zu schreiben. Dann können wir die gerne zusammen in Betrieb nehmen. Ja, und ansonsten hoffe ich, das Video ist jetzt mit Ton, mit brauchbarem Ton. Ich packe mich jetzt zusammen, werde nach Hause fahren und ja, wie gesagt, dann geht es demnächst weiter.